Plehavis nüf is in Englisch. Nein. Spiele Harveys neue Augen auf Deutsch. Ja. Oh. See. Ja. Und mit diesem Quatsch herzlich willkommen zum neuen, bereits mehrfach angekündigten Let's Play. Im Hintergrund zwitschern die Vögel. Und wir befinden uns natürlich im Hauptmenü zu Harveys neue Augen. See steht hier schätzungsweise für Special Edition. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, was hier Special Edition oder auch See heißt. In jedem Fall malt es so ein schöner Zensurgnom an, wie man ihn gerne mal nennt. Und das ist hier die Version 1.3 von der See. Und ihr seht, ich habe tatsächlich noch nicht gespielt. Es gibt noch keine Speicherstände. Ja, ich habe dazu selber schon mal ein Let's Play gesehen. Aber das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Natürlich erinnere ich mich an einige Sachen dann irgendwie irgendwann. Aber nicht an alles. Ich hoffe nicht an zu viel. Und ohne jetzt weiter euch ein, zwei Knöpfe oder halt neue Augen an die Backe zu labern, werde ich jetzt mal hier klicken. So. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Sammelt auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren.
An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kindern nicht bluten sehen. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Darf ich jetzt? Ah. Kapitel 1. Die Klosterschule. Die kennen wir doch. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tja, die Lilly. Ein braves Mädchen. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? In jedem Fall wollen wir das Tutorial spielen. Aber bevor ich jetzt da auf Ja klicke, noch einmal herzlich willkommen zum neuesten Let's Play. Und zwar HWs neue Augen. Es war ja schon angekündigt und als Edna dann geändert hatte, musste ich ganz schnell jetzt die erste Aufnahme für HW starten. Es kam dann doch etwas schneller als gedacht bei Edna. Irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier endlich bei HW, sind neue Augen. Und können auch endlich nach diesem langen, aber schönen Lied am Anfang und dem Gequatsche jetzt gerade und spielen. Und wir spielen natürlich zuerst das Tutorial und los. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist ja sehr vernünftig. Ja, durchaus. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Ja, dann können wir spielen gehen. Bereits in der Hand. Das ist ja super. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus.
Ich würde gerne das mit dem Gesicht zerkratzen ausprobieren. Darf ich? Hier ist aber kein Mitschüler. Na gut, dann Leertaste. Da, schau her. Die roten Augen zeigen an, na gut, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Ja, denn ich möchte den Mitschüler, der gerade angesprochen war, bitte. Aber da kommt nichts. Also ich würde gern das mit dem Gesicht machen, aber nun gut. Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Ja, richtig. Das kann nicht schwer sein in diesem Sinne. Laub weg. Los. Also die Lilly, die bewegt sich ja auch mit einer Geschwindigkeit, ne? Das ist unfassbar. Warum fegt sie denn die... Nee. Jetzt ist das doch wieder in die andere Richtung. Oh, jetzt liegt's doch da wieder auf der Platte. Hör mal, Herr Tutorial. Die verarschen mich ja. Na. Kann ich dich haken? Kann ich Lilly haken? Startplatte. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Entschuldigung. Das ist ja nicht zum Aushalten. Verzeihung. Lilly, jetzt ist das Maß endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder... Ich mach hier sauber. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Oh. Jawohl, guck doch. Ist alles auf einem Fleck. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das? Oh, mach doch selbst. Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was jawohl, einfallen, Termiten. Um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Also ich wäre ja dafür, dass wir... Achso, Verzeihung. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen ja, das wär, sind eine unerfreuliche Angelegenheit. Ja, das stimmt. Der weiß, wovon er spricht mit seinem Riesenfinger. So, Inventar. Ui. Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Okay, dann Harke genommen. Jetzt, Harke weggelegt. Wenn Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Jawohl, verstanden. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Okay. Wenn Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht! Der Pfeil ist spitz. Sehr gefährlich. So, dann, was hat er gesagt? Links, ne? Ah, ne. Pfeil. Vorsicht, Achtung. So, da laufen wir. Elan geladen. Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn man mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Aha. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus.
Ich höre natürlich auf den Herrn, deswegen gucken wir uns Edna an. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. In diesem Sinne, glaube ich, hallo, Herr Erzähler. Gut, dann, was haben wir noch? Reifenschaukel. Oh, Verzeihung, nochmal. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ja, ist schön. So, haben wir noch was? Da machen wir mal die Leertaste. Nö, also Komposttonne. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich an dem bunten Treiben satt sehen. Ja, das glaube ich. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? So, Reifenschaukel benutzen. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, ja, da sieht man es wieder. Das ist mal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Ach ja, Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Na. Wenn ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Da muss ich jetzt einhaken. Also es ist ja ganz nett, dass man jetzt wirklich so für blöde angezeigt bekommt, was man da machen kann und so. Ich finde aber, es macht doch den Charme eines Adventures aus, wie auch damals, als ich Indiana Jones and the Fate of Atlantis gespielt habe, vorher hier nehmen oder benutzen oder reden oder sonst was zu klicken und dann einfach zu probieren. Wenn einem dann so ein bisschen vorgesagt wird, was man da machen kann oder könnte, finde ich das nicht ganz so optimal, aber ich werde mich sicherlich an diese Art der Steuerung gewöhnen. In diesem Sinne, Edna, was geht ab? Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Na Siggi. Ja gut, dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Ja. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Bestimmt. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Na sicher machen wir. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag ich, ja, du musst wieder Zeugs. Ihren Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Sie kann aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial. Okay, das Tutorial dauert wirklich sehr lange. Unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß. Okay, das Tutorial ist beendet. Danke sehr, Herr Tutorial. Wir gehen mal aus dem Herrn Tutorial aus dem Tutorial raus. Und ich würde fast behaupten, ach, guck mal, der Herr Poki ist auch zu Gast. Ja, das wird ja wieder schön. Wie schon bei Ednas See ist auch bei Harveys neue Augen See der Herr Poki mit am Start, der uns was erzählt zu dem ganzen Krams. Und ich würde einfach mal sagen, wir
lassen den Poki sprechen zum Abschluss dieser ersten einführenden Folge. In diesem Sinne, bis dahin. Nur einen Klick von unserem wundervollen Spielanfang entfernt, finden wir uns hier am Schaukelbaum. Das war, glaube ich, eine der ersten Ideen, die ich zur Gestaltung des Klosters überhaupt hatte. Des Weiteren sehen wir in diesem Screen natürlich gleich zwei Hinweise auf den Vorgängerteil. Edna bricht aus. Zum einen ist es links vorne im Bild die namensgebende Edna, die wir eben schon in der Intro-Cutszene sehen konnten, erleben durften. Und hier gräbt sie gerade in einem der Beete. Zum zweiten ist es hinten in der Perspektive, nahe dem Horizont auf einem Berg, die Berganstalt. Und zwar Dr. Marcells Anstalt, die ja quasi auch einer der Protagonisten des ersten Teils im weitesten Sinne ist. Ja, viel Spaß beim Spielen. Thank you.